Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Race GTA Online und hoffentlich auch meine Jubiläumsfolge, denn es steht der 1000. Sieg aus und ich habe mir eigentlich zum Ziel gesetzt, heute so lange zu fahren und aufzunehmen, bis der 1000. Sieg da ist. Und jetzt hat der Maltini ein Rennen gehostet. Bedeutet, es könnte unter Umständen eine ziemlich lange Episode werden. Extra zu diesem Anlass habe ich auch ein wenig Aufhübschung bei der Kleidung betrieben. Man möchte ja gerne stilvoll in den Sieg hineingehen. Und deswegen vor allem Auge auf die Bekleidung unter dem Sakko. Das ist doch jetzt stilvoll ohne Ende. Ja, die Drachenaugen sind auch weg und normal grünen gewichen. Aber das Augen-Make-up muss natürlich sein. Ansonsten wirkt das Gesicht hier auch einfach zu weich. Aber wenn ich schon gewinnen will, dann kann ich auch was auf mich setzen. Und war die Statistik da noch nicht ganz aktuell? Habe ich gerade nicht richtig gesehen. Eigentlich müsste der 1000. Sieg ausstehen, aber mal schauen. Ja, der Turismo ist... Was starten die denn früh? Der Turismo ist hier ohne Motor, weil ich heute schon früher am Tag etwas festgestellt habe. Und zwar, dass Maldini und auch ein paar andere ohne Tor befahren. Und deswegen bin ich mal gleich gezogen. Die Frage ist also mehr oder weniger, schaffe ich es jetzt mit der Power des Turismo? Die Strecke hat doch recht viel Highspeed, gerade hier am Anfang. Und da wird es mit dem Turismo extrem schwer gegenzuhalten, wie man auch da vorne schon sieht. Ups, aber ich gebe mir Mühe, das auch anders zu vergeigen. Von daher einfach mal schauen und hoffen. Das Beste hoffen, das Schlechteste bekommen. Quasi so das Motto meines Lebens. Holla die Waldfee. Aber da hat doch eigentlich gespeichert, was ich heute umgedingst habe. Aber der Turismo klingt auch nicht mehr so wie so ein Formel-1-Staubsauger. Von daher müsste ich konkurrenzfähig sein im Rahmen meiner Möglichkeiten. Also am Turbo wird es definitiv nicht liegen, wenn ich nicht gewinne. Aber wie ich mir schon dachte, wird nicht nur der Maldini eine harte Nuss sein, auch vor mir scheint ordentlich fahrerischer Skill vorhanden zu sein. Bis diese Stelle kommt. Und vorbei. Jetzt ist nur noch der... Wieso werde ich als Erster gelistet? Ist hier irgendwas falsch? Position 1? Ich glaube nicht. Wo soll Maldini denn angeblich sein? Ah, gar nicht gelistet. Willkommen zu GTA Online. Der alltägliche Bug-Irrsinn. Boah. Ich glaube, auf dem Kurs habe ich gegen Maldini absolut keine Chance. Das ist schon ziemlich harter Tobak hier. Da wird es wohl eher die Absicherung nach hinten sein, die mir wichtig ist. Aber gut, dann dauert es eben noch ein kleines bisschen bis zum Sieg. Auch nicht schlecht. Aber auch längs, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe.
Also der kann sich mittlerweile auch schon einen größeren Unfall leisten, damit ich ihn gerade mal einhole. Gut, der Turismo ist halt für die schnelleren Strecken eher weniger die Wahl, die man treffen sollte. Aber Wayne, ich mag den Turismo lieber als den Centorno, weil Centorno hat jeder. Im Turismo hat man so ein bisschen Exoten-Boni. Der schlittert da aber ordentlich in der Ecke. Ja, die Absicherung nach hinten, die ist wirklich nicht so einfach. Da habe ich aber jetzt etwas Glück gehabt, dass scheinbar das Schlittern beim Herren hinter mir etwas mehr war als noch bei mir. Drei Runden vermutlich, ja. Gut, in der Runde wird mich allenfalls der Red Major hier einholen. Dass ich Maldini einhole, das, nee. Das ist zwar möglich, aber die Wahrscheinlichkeiten sind doch eher gering. Aber zumindest kann ich hier meinen Vorsprung etwas ausbauen in dieser Runde, wie es scheint. Auch wenn die Runde noch lang ist und die schweren Teile erst noch kommen. Ich mich hier so richtig vertan habe. Eishawai. Gut, das war auch nicht wirklich optimal gewesen. Aber wichtiger ist auch, dass ich mir den zweiten Platz am Ende rette. Gut. Da ging mir auch schon gerade so ein bisschen das Arschwasser. Es ist wirklich mehr so ein Vorsprung retten gerade. Oh, da kommt mir der liebe Red Major noch etwas nahe. Mit scheinbar einer sehr guten Runde, wobei meine dafür auch ziemlich deppert war. Ja, mal sehen, wie die schnellste Runde von Maldini ist. Der ja gar nicht gelistet ist. Ich befürchte, dass ich jetzt auch noch als Rang 1 hier angezeigt werde, wenn alles gegen mich läuft. Warum auch immer. Ich muss das vermutlich nicht verstehen. Maldini hatte man ein Rennen. Achso, ja. Die Rekordzeiten sind ja eh so ein bisschen ein Buggy an und für sich. Also Leute, gebt nichts drauf. Dam, dam, da.
weiß ja, dass der Maldini oftmals außer Konkurrenz fährt, aber so war das jetzt nicht gemeint. What the hell ist jetzt los? Fragen über Fragen. Und die Antwort kann mir niemand sagen. Einfach abwarten, mal sehen, was passiert. Also Sound habe ich noch auf den Ohren. Nur das Bild will irgendwie nicht so ganz, wie ich will. Warum auch immer. Oh, wird geladen. Ich bin fast schon begeistert. Was auch immer geladen wird, aber es wird geladen. Yeah. Das war jetzt kurios. Das war jetzt kurios. Ja, ich mache jetzt einfach mal Zufallsrennen und gucke, was bei rauskommt. Was gerade eben los war, keine Ahnung. Ja, die ersten 12 Minuten haben wir, eine Viertelstunde. Mal sehen, ob wir noch die ganze schaffen. Aha. Eine Strecke, die mir zumindest liegt. Radio aus altbekannten Gründen. Unschwer zu erwähnen. Ich hoffe nur, dass jetzt noch Spieler dazu kommen. Gegen einen Level 3er mit einem eigenen Supersportwagen. Nicht unbedingt das große Ziel jetzt, was ich habe. Ich glaube, ich würde dann auch irgendwie anderen Wagen nehmen. Nicht mein Turismo oder Centorno, sondern irgendwie so ein pretty shitty Normalwagen. Genau. Oh, nehme ich mal etwas, das ich sonst nicht so fahre. Oder ich nehme mal den Wacker. Wenn schon, denn schon mit Stil. Gewonnen 999. Ja. Wenn ich das gewinne im Wacker. Gab es nämlich so ein schönes Lied. Wacker, Wacker, tiri, 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 tiri. Muss ich irgendwie bei Wacker dran denken. Oder natürlich an Final Fantasy X, wo es einen Wacker gab, der zwar auch ziemlich anders geschrieben wurde, aber Hauptsache es klingt gleich. Wobei das ja auch so ein bisschen Watscha ausgesprochen sein kann. Auch wenn es ein ziemlich beschissener Name wäre. Oho, und ich dachte schon, ich wäre stilvoll. Ich habe den Stil für mich gepachtet, ha? Huh? So. Jetzt mit Pink, der Farbe der Liebe, unterwegs. Und, ach, vielleicht hat er doch einen eigenen Wagen. Man hat ja das Freigeld da. Ich werde es ja sehen. Kein eigener Wagen, wie es scheint, aber ein etwas schnellerer.
Das wird spaßig. Oh, mit dem Wagen bin ich noch nicht wirklich gewohnt zu fahren. Aber wenn schon ein One-on-One, dann muss das ja auch episch werden. Vielleicht wird es auch nicht so episch. Ja, ich weiß nicht, ob das zu früh gesagt wird, aber irgendwie sehe ich schon meinen tausendsten Sieg kommen. Leider irgendwie ein ziemlich erbärmlicher Sieg. Aber ich habe es zumindest versucht. Mehr kann ich ja auch nicht machen. Aber ich mag diese Strecke. Also hier braucht man an manchen Stellen schon ein bisschen Eier. Ah, jetzt habe ich zumindest eine Idee, wie es noch etwas spannender für den Zuschauer wird. Ich mache es einfach mal in Ego-Perspektive, trotz Verkehr. Verkehr und Ego ist bei mir noch so ein bisschen... Es passt noch nicht ganz, wie man unschwer kennt. Gerade bei dieser Stelle bin ich jetzt auch gespannt, wie das aus der Ego ist. Hm, geht eigentlich. Bisher. Ich hasse eigentlich den Zusatz bisher, aber er ist ganz treffend. Das stelle ich mir in der Oculus Rift ganz lustig vor, wenn man so ein Laternenfallrand und man hat das Gefühl, das knallt einen mitten vors Gesicht, mehr oder weniger. Weil man dann ja das Gefühl hat, selbst so ein bisschen im Auto zu sitzen. Geht doch alles in der Ego. Ja, also ich habe zumindest alles getan, was ich konnte. Hab einen Standardwagen genommen, ups, bin in der Ego gefahren, ramme Autos. Aber zumindest sorge ich dafür, dass das Video wohl keine Überlänge bekommt. Ist ja auch was wert. Oh. Dritte Runde sogar. Ha, ich dachte, es wären nur zwei. Ja, na dann. Nochmal in die Ego rein. Wow, da kommt irgendwie was angefahren. Wow. Das Gute ist zumindest, dass man bei so einem Wagen von der Stange noch keine Dingsbums, kein Käfig im Auto hat. Da ist die Sicht nach draußen irgendwie angenehmer. Hey, wie fährt sich überhaupt dieser Sprung aus der Ego-Perspektive? Oh. Interessant. Nee, das ist nicht schön. Nicht schön.
Und schon sind wir wieder auf der Spur. Irgendwie war das unerwartet. Jetzt mal wieder auf die Strecke fällen und das war knapp. Finden zu müssen. Hoch auf dem gelben oder pinken Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Vorwärts die Pferde stärken traben, fröhlich schmettert das Horn. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Ein bisschen Donuts drehen, das kann ja hier nicht schaden. Und Finish! Weiß man nicht, warum die Sieger immer Finish reden müssen, aber der Kimi wird schon wissen. Oder soll ich eher sagen, der Bottas? Hey, der hat's auch versucht! Aber nicht ganz so elegant. Wow, der versucht ja alles mitzunehmen. Nice try. Ja, also wenn auch nicht so schön jetzt von der Größe des Erfolges, aber das war mein 1000. Sieg und ihr wart dabei und ja, ich gehe noch ein bisschen feiern und bin ehrlich gesagt auch ein bisschen froh, dass ich jetzt kein 2-Stunden-Video hochladen muss. Darum verabschiede ich mich erstmal und das nächste Mal wieder normale Racing-Action und dann auch erst wieder, wenn ich wirklich passabel Gegner gefunden habe. Zumindest von der Zahl, sonst wenn schon nicht von der Qualität. Bis dahin, schönen Tag noch, euer Bardin.